24. Es geht jetzt ab auf den Flohmarkt. Ich habe richtig Bock. Ich packe jetzt meine 3 Taschen, die ich dabei habe. Auto ist schon vollgepackt. Und dann geht's ab auf den Flohmarkt, Leute. Ja, wichtig. Proviant, Leute. Frau ist nicht im Haus. Es gibt heute 10 hart geguckte Eier. Augenringe sind am Start. Ab geht die Liefert. Ach so, Leute. Wir haben jetzt 4.45 Uhr. Ich sitze gerade im Auto, rote Ampel natürlich, in Köln. Hey, die Leute kommen gerade jetzt alle vom Feiern, jetzt sage ich das mal gerade, und ich sitze hier einfach im Auto und fahre zum Flohmarkt. Aber gibt einem ein gutes Gefühl, man hat alles richtig gemacht, man ist ein alter Hasler. Halleluja. So, wir sind jetzt gerade angekommen in der Metro, die Scheibe ist dreckig. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon aufbauen können. Wir haben jetzt knapp, ja, kurz nach fünf. Erstmal meinen Stand suchen, dann bin ich mal gespannt, ob das hier alles auch klappt und läuft. Ich frage jetzt hier erstmal die alten Reseller, in welcher Reihe ich hier stehe und wo ich hin muss. Ich bin mal gespannt. Ich habe einen nicht überdachten Parkplatz oder Standplatz besser gesagt. Da kann ich schön meinen Pavillon aufbauen und meine Kamera da reinballern. Das ist aber heftig. Also ist, glaube ich, fast ausgebucht. Riesengroß. Ich bin echt gespannt. So, das ist hier mein Platz. Ihr seht schon hier die ganzen Fritzboxen, Alter. Ich habe so viel Zeug dabei. Ganz viel auch alte Schuhe von mir noch von früher. Also das ist wirklich Ramsch, sage ich ganz ehrlich. Ich bin mal gespannt, ob sich dafür überhaupt Abnehmer finden. Auto ist auf jeden Fall bis oben hin voll. Ihr seht das hier, komplett voll. Pavillon baue ich jetzt erstmal auf. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier richtig stehe. So langsam geht's los, Leute. Ich brauche gleich erstmal einen Kaffee. Ey, kann mal einer vom Firmacamp helfen kommen? Ey, komplett überfordert hier mit dem verdammten Pavillon. Patron, Tiki, gib die Schrauben her, Junge. Ihr habt doch hier irgendein Teil weggenommen. Hier fehlt doch ein Teil. Mein Gott. Ey, Pavillon steht, Leute. Pavillon steht. Herrlich. Ich bin gespannt. Was nehmt ihr hier für ein Spiel? Wisst ihr das schon? Nee, was geben wir denn? Noch irgendwas anderes dabei am Videospiel oder nichts? In der Richtung? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Das baut erstmal auf. Ich muss ja auch noch aufbauen. Ne? Ich bin auch hier. Ja. So ein bisschen Videospiele ist immer so mein Ding. Aber danke, ich gucke gleich nochmal. Schalke-Schale hängt. Hier ist der Stand. Hier muss ich noch ausräumen. Hier sind ein paar Pokémon-Karten. Oha, schön die Schuhe aus dem Keller. Hier so ein paar Sachen. Ein bisschen Lego. Das sind wirklich nicht die Top-Titel, die ich mit habe. Aber auch ein paar schöne Sachen dabei. Hier ein paar schöne DS-Games. Hier Pokémon-Kärtchen, auch ein paar schöne dabei. Auch ein paar ältere. Nicht viel Konsolen. Ach, ich bin gespannt, was gleich wird, Leute. Schauen wir mal, was wird. Hi. Die sind leider defekt. Hast du gesehen oder was? Ja. Zum Beispiel. Willst du die Spiele dazu haben? Ja, wahrscheinlich ja. Dann hol mal alles aus der Kiste, was du möchtest. Dann können wir gucken. Mach ich dir guten Preis. Da ist kein Spiel drin, muss ich kurz sagen. Ach, da ist leider kein Spiel drin, genau. Okay, aber bei denen. Ach so, doch. Spiele, warte mal. Oder? Tu mal, hier ist das Spiel dazu. Guck mal, oder? Ist das das? Ich hätte jetzt zusammen gesagt, für die Sachen, von meiner Seite aus würde ich sagen 70 Euro, dann kannst du die haben, die Sachen. Ich überlege es mir, was kostet denn einer? Ich hätte gesagt ein 10er. Also 10, 20, 30, 40. Hier ein 5er, 45, hier ein 10er, 55, 60, 65, 65 kann ich dir auch machen. Nee. Wunderbar. Freut mich doch. Kannst du so ein bisschen basteln damit oder was? Ja, wollte ich mal ausprobieren. Ach, geil, cool. Wollte ich mal ausprobieren. Ich drück dir die Däumchen, Junge. Bei 15, da kann man ja nichts falsch machen. Na, eigentlich nicht. Ja. Ist klar, cool. Super, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch, mein Lieber. Ne? Ciao, ciao. Ich hätte hier gerne 10er pro Stück. Okay. Und da hatte ich eigentlich auch 8 Euro hätte ich da gerne für. Okay. Und ja, die alten Karten, die du gewonnen hast? Da ist immer ein bisschen eins unterschiedlich, aber auch nicht so viel. Also ich schätze mal so 15 bis 20 ungefähr pro Karte. Musst du mal den Zustand checken, guck einmal drüber. Ich hab gehört, machst du jetzt? Hör auf, Junge, laber keine Scheiße. Ich hab mir eben auch was geholt. Alles gut? Ey, wie geht's, Mann? Ja, alles top. Ey, was hast du mir... Hätte doch nicht sein müssen. Das ist gesund, ist das echt eine Laugenecke oder was? Digga, vielen Dank, mein Lieber. Ey, da kriege ich hier ein Brötchen geschenkt, ich werde nicht mehr, ey. Ich muss mal ganz kurz irgendwas eintippen. Hallo, ich hätte da gern für 15 Euro. 10? Mach mal 13, mein Lieber. Klingt doch gut, oder? Ja, okay. Ey, wunderbar. Was ist das AC/DC. Wunderbar.
sogar noch neu und eingepackt. Kommt schon raus. Das gute AC/DC. Wunderbar, viel Spaß damit, ne? Danke. Danke auch. Also für 10 kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja, kriegen wir so hin. Wunderbar. Vielen lieben Dank, ja? Danke. Nicht, dass wir irgendwas. Ja, nur damit du auch Bescheid weißt, dass da nichts drin ist. Ne? Nicht, dass ich dir irgendwas. Ich hab das ja als erster gesagt. Ja, das stimmt, du hast recht. Das passt auch. Wunderbar. Das hier. Auch cool. Und die waren leer, alles klar. Ja, ja. Wunderbar. Dankeschön, ne? Ja, danke auch. Danke, danke. Die Tüte hast du nicht zufällig. Ne? Die Tüte habe ich leider gar nicht. Tut mir leid, habe ich heute Morgen vergessen. Was willst du für die beiden? Zusammen? Ja. Flohmarktpreis 26 Euro. 20? Ja, ja. 25 können wir gerne machen. Doch, Super Mario World. Ich will jetzt nicht mit meinen Zipsfingern hin dran. Tut mir leid. Mach mal. Alter, das ist ja Folie drum. 25, alles klar. Gut, wunderbar. Danke dir. Dafür hätte ich gern 15 Euro. Ist von Junghans. Ist ein relativ guter Hersteller. Wissen Sie bestimmt auch. Kann aber handeln, wenn Sie möchten. Okay. Bibi Blocksberg Kassette. Ach was. Was ist denn da los? Ist eine sehr teure Folge, ne? 45? Ja, absolut. Die ist ab 44 wird es teuer. Sollen wir zusammen 6 Euro machen? Ja. Wunderbar, alles klar. Ich hab's allerdings nur groß. Okay, dann kriegst du 44 zurück. Das kriegen wir hin. Ja, gut. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich, ne? Schönen Tag, viel Spaß. Gute Geschäfte. Ja, danke schön. Euch auch. Ciao. Oder verkauft einer gerade seine Switch, Alter? Ich muss mal irgendwo kurz. Mal ganz kurz fragen, wie viel der für seine Switch haben will. Hinter mir direkt. Sieht man den? Was wollt ihr haben für die Switch, wenn ich fragen darf? Okay, ich würde jetzt auch direkt bar bezahlen, sonst weiß ich nicht. Und Spiele, kann ich mir die mal angucken wenigstens? Ja, oder? Ja? Aber einige Abkommen auch in der Hülle. Das sind die Verpackungen, aber die Teile da drin. Okay. Und wenn ich jetzt, also der hat ja gesagt 120 für die Konsole, ne? Und für die Spiele, weiß nicht, was hattet ihr euch da preislich vorgestellt? 30, 40 Euro. Pro Spiel? Nein, nein, also okay. 40 Euro insgesamt. Nein, du wusstest ja gar nicht, wie viel Spiele okay. Du musst schon pro Spiel, da hast du 10 Euro pro Spiel. Ja, ich hätte jetzt, können wir das schon mal machen mit 60 Euro dann? 10 Euro pro Spiel wenigstens, oder? Ja, das kannst du ja machen. Ja, dann hole ich mal eben, kannst du mir die da rausholen aus der Hülle? Ja, danke dir. Verkauf ist verkauft. Sollen wir 200 mit allen Spielen machen? Alles und hier ist auch noch ein Controller. Okay, da fehlt ein bisschen was, ne? Oder ist es und die Online hast du ja auch. Hier ist die Ladedings. Und hier ist es. 200, 60, 40. Ich hätte jetzt 180 sonst gesagt. 190. Mit allen Spielen. Ja? Und dann braucht er nicht mehr. Machen wir 109. Ein Jahr, okay, ja gut, alles klar. Ich hole mal kurz. 190, ja? Alles klar, gut. 180, 190. Super, danke. Cool. Machen wir die ganze einfach dann voll, ne? Ja, Leute, lang ist's her. Endlich bin ich wieder da. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Und natürlich herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Ja, es gab eine etwas längere Winterpause. Ist, denke ich, aber auch nicht schlimm. Jetzt geht's so langsam wieder los. Und ich habe noch ein paar richtig schöne Aufnahmen, wie ihr gesehen habt. Auf diesem Flohmarkt, viele von euch waren live dabei auf Twitch, habe ich tatsächlich sogar auch was gefunden. Und den Fund möchte ich euch ganz kurz einmal zeigen. Ihr habt das selber gerade gesehen. Ich habe quasi mit euch gechattet. Ihr wart live dabei und ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass jemand diesen Switch-Karton auspackt. Und bin dann natürlich direkt dahin und habe gefragt, was er dafür haben möchte. Seine Eltern standen übrigens daneben, dass er für alle zusammen 40 Euro haben möchte. Dann hat der Vater gesagt, dann nimm doch wenigstens 10 Euro pro Spiel. So kam man dann halt auf den entsprechenden Preis. Und bei diesen Top-Titeln 10 Euro pro Spiel, das war gar nicht mehr so früh. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Ursprünglich hatte ich mich nur für 6 Spiele entschieden. Als ich nachher aber alles, das ganze Bundle genommen habe, sind auch 2 Spiele dazugekommen. Deswegen zeige ich euch jetzt 8 Spiele insgesamt. Zum einen gab es einmal Mario Tennis Aces und wirklich ein paar schöne Pokémon-Titel. Pokémon Let's Go Evoli habe ich tatsächlich auch auf dem Flohmarkt noch nicht gefunden. Ach so, die sind übrigens immer komplett, die Spiele. Hier Pokémon Purpur ist auch soweit drin. Dann haben wir hier ein FIFA 19, ja gut, das nimmt man natürlich dann auch so mit, letztendlich im Bundle. Hier ein Just Dance 2019, habe ich persönlich auch noch nie gespielt, hier aber auch komplett. Dann wieder ein richtig schöner Titel, und zwar Zelda Link's Awakening, auch hier komplett. Funktioniert auch soweit alles. Dann natürlich ein Klassiker, den brauche ich nicht weiter erwähnen oder erläutern. Ein Mario Kart 8 Deluxe und noch ein schönes Spiel,
Pokémon Schild. Da ist aber tatsächlich ein anderes Spiel drin. Und zwar ist hier Pokémon Strahlender Diamant drin. Ist aber jetzt, denke ich, auch kein Problem. Das kriegt man irgendwie ausgetauscht oder man verkauft das Modul einzeln. Dann kommen wir zu Nintendo Switch. Wurde quasi dort im Karton angeboten. Der Karton ist gebraucht, aber sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Und den Inhalt gucken wir uns jetzt nochmal zusammen an. Wir machen das mal auf. Folgendes muss ich dazu sagen, ich hatte noch ein Inlay mit entsprechenden Hüllen und Papiertaschen. Deswegen sieht das wirklich wieder richtig gut aus. Das ist der Zustand des Bedienpanels. Der hat natürlich schon ordentlich gelitten, würde ich mal sagen. Der lag nicht nur im Schrank, der wurde tatsächlich auch gebraucht. Hier hinten sieht aber soweit alles okay aus. Ist gebraucht, der Aufkleber fehlt, na gut. Aber das tut dem Spielerlebnis keinen Abriss. Dann haben wir hier noch zwei Joy-Cons, Neonrot und Neonblau, so wie sie dazugehören. Ja, hier haben wir jetzt noch die ganzen Anleitungen und Papiertütchen. Ich muss mal gerade mal gucken, das Ding ist gerade nicht geladen, dann zeige ich euch auch, dass das Ding funzt. Die Docking Station habe ich auch noch irgendwo rumflattern, muss ich auch gleich mal gucken, ob ich die noch finde. Und zwar nochmal ein neonroter und ein neonblauer Controller, den nimmt man natürlich auch so gerne mit. Und wie ihr gesehen hattet, gab es dazu noch diese, ja, Transportschutzhülle. Ich zeige euch hier nochmal kurz die Seriennummer, vielleicht kann ja der ein oder andere in die Kommentare schreiben, ob das Ganze CFW-fähig ist, also breakbar oder nicht. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So. Ich würde gerne die PlayStation 2 haben. Ja. Alles funktioniert 100% dann. Du kannst es auch gerne testen. Wenn es nicht geht, bringst du es sonst zurück. Okay. Oder so. Gerne. Und dann hast du gesagt, noch ein Spiel dazu. Genau. Ne? Ja, und genau. Diese Hallo. Die ist da drin. Genau. Also du kannst hier eigentlich, ja, ein Spiel, was für ein Spiel soll das sein? Eines ist gut. Eines ist schon gut. Ich meine, was genau kostet, wenn das dieses. Ein Spiel 5 Euro. Ach so. Und das zusammen alles 35. Alles gut. Spiel und Konsole, ja. 35. 35? Hier, genau. Ja. Okay. Und ich kann dir auch eine Tüte geben, wenn du möchtest. Nee, eigentlich nur zweimal im Jahr so circa. Ach so, wir gehen jetzt nach Hause. Wie lange sind Sie denn hier? Bis Ende, 18 Uhr oder so. Okay, ich teste das. Gerne, mach das. Okay. Das Spiel. Alles klar, ihr könnt das testen, wenn was ist, sagt Bescheid, ja? Tekken ist gut, wenn nichts, dann. Tekken immer gut. 35, gibt's 15 zurück. Ja, danke. Ciao. Ja. Mach mal einen 20, wunderbar, viel Spaß damit, ne? Willst du den auch noch haben oder nicht? Ich hätte jetzt gesagt, ein 10er. Mach mal 30 für alle drei, hast du 10 pro Stück, ist schon günstig. Ja. Leider, ich habe die leider heute vergessen. Leider nichts dabei, tut mir leid. Okay, viel Spaß mit dem Lego, wa? Danke, danke dir. Ja. Genau, habe ich leider nicht. Schade. Leider nicht, die sind sehr gut, die Titel, ja. Wenn du möchtest, ich würde dir aber hier noch auf 10 entgegenkommen bei dem Spiel, wenn du Bock hast. 10? Bei dem? Ja, genau, wenn du willst. Ach, jetzt willst du noch Geld von mir haben? Ja klar, Vater zahlt, ne? Wunderbar, kriegst du 15, ne, kriegst du 10 zurück, genau. So. Und mal viel Spaß mit dem Mario da, ne? Sonst irgendwas anderes Schönes? Brauchst du irgendwas? Günstig, heute günstig? Ja, ich brauche nur ein Ladekabel für PSP und einen Controller für die 3. PS3? Controller habe ich hier. Da müsstest du mal über die 6 gehen, kann ich aber auch einen guten Preis machen. Okay. Gerne, gerne. Weiß ich nicht, was hältst du von einem. Boah. Weiß ich, was hältst du von einem 10er? Machen wir. Nee, nicht schlecht. Nimm mal, machen wir einen 10er. Nehmen wir doch gerne mit. Wunderbar. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Das Video von heute? Ich nehme alles auf, was hier so passiert. Ich darf dich damit reinnehmen, ja? Wunderbar. Alles klar. Danke dir, mein Lieber. Ne? Mach mal beide für den Fuffi. Vielen lieben Dank. Viel Spaß mit den Platten. Ich finde mal ganz kurz, der Slipknot ist eine geile Platte. Sehr gut. Machst du nichts falsch. Beide neu, unbespielt. Ja, die ist hier, das sehe ich auch. Ja, die auch. Die ist auch wirklich, die ist neu. Die ist da mal aufgegangen, aber die ist neu, unbespielt. Okay. Ja? Danke dir. Viel Spaß, danke. Dafür hätte ich gerne 8 Euro. Kannst aber handeln auf 5, sag ich auch, ist okay. 4. Dann machen wir 4, alles gut. 4 Euro, ja, für die Kappe. Kriegst 1 Euro zurück, vielen lieben Dank. Macht jung, macht sehr jung. Sehr modern. Alter Sack mit dem jungen Koffer. Herrlich. Ja, genau, das ist die 2er, genau. Ja. Was sagst du zu beiden? Zu beiden, für dich würde ich, habe eigentlich vorhin das für 20 verkaufen wollen, zusammen 20, wenn du möchtest. Zusammen 20? Ja, genau, weil die Cover beschissen sind. Ne? Und nur der? Welches? Das hier? 5 Euro, hätte ich gesagt. Und der ist quasi der teure? Ja, genau. Genau. Ich würde immer Pokémon vorziehen, mein Lieber. Das ist, ja. Aber musst du selber wissen. Aber 5 Euro ist, machst du eigentlich auch nichts falsch. Für einen Donkey Kong, für einen Game Boy. Oh, hat
Kein Mensch. Für die oder was? Nee, ich meine der und der. Der und der? Wir machen für dich 18 Euro. Dann ist leider Schluss bei mir, weil Pokémon kann ich nicht unter Wert verkaufen. Das geht leider nicht. Ich würde beides 15 machen, sonst nehme ich den Regen. Wir machen 16. Bitte? 16 passt. Ich kann auch wechseln. Das ist Mario Tennis. Dankeschön. Hast du reingeguckt? Ja, alles klar. Viel Spaß, ne? So, wie sieht das aus mit der Box? Big Boxen Impacts. Ich würde sagen, für die Big Boxen, ich habe gerade Age of Empires verkauft für 25. War eigentlich ein guter Preis auch für den Käufer. Für die Big Boxen, ich schätze auch so 20, 25, so um den Dreh. Ich habe jetzt, kann ich hier nicht genau sagen, aber ich würde jetzt hier für 25 pro Stück ansetzen. 2 für 10. 2 für 10 machen wir. Machen wir. 2 für 10, gerne, machen wir. Ihr wart mir direkt von Anfang an sympathisch, immer. Da gehe ich auch gerne mal ein bisschen runter. Danke. Ich guck mal eben, ob alles drin ist. Ja. Das war für uns. Ja. Hast du das ein Ding im Pott? Wo hast du denn das jetzt? Hier ist nichts drin. 5 Euro. 5 Euro, genau, ja. Wie viel kostet das? Danke. Vielen lieben Dank. Viel Spaß damit, ja. Genau. Die Preise sind ein bisschen unterschiedlich. Okay. Je nachdem, welche da für dich interessant wäre, müsste man eventuell über den Preis mal quatschen. Dafür hätte ich gern 17 Euro. Die ist unbespielt. Man kann aber handeln auf 15. Wir können 13 Euro machen, sehr gerne. Kriegen wir das hin? Ja, machen wir 12. Ich handle ja auch gerne, ne? Dafür hätte ich gern 10er. Ja. Wunderbar. Gucken, ob die auch drin ist. Ja. Ich dachte, du gleich. Oh, die fällt gleich runter. Entschuldigung. Danke dir. Gut aus. Gut aus. Ist auch umgespielt. Was haben wir gesagt? 12, ne? Naja, okay. Ich hab schon wieder vergessen. Wunderbar. Kriegst du 3 Euro zurück. Kleinen Moment eben. Ich muss eben gucken, welches Spiel das ist. 12 Euro. 12 Euro. Aber wir können auf 10 Euro handeln. 10 ist okay, alles gut. Ich muss mal eben gucken, ob das Spiel drin ist. Gehen wir mal ganz kurz. Ja, ist drin, alles klar. 10 Euro machen wir für Spider-Man, yes. Alles klar, dankeschön, ne? Danke, viel Spaß. 5 Euro ist voll. Ne, 2 Paar 5 Euro ist schwierig, mein Lieber. Alte Modell, gute Modell. Gute Qualität, alt, gut. Gute Qualität, aber jetzt nicht gut. Alt, gut. Pass auf. Die und die. Zeig mir die mal, die anderen. Beide zusammen. 8 Euro. 4 Euro pro Paar. Ey, Kollege. 4 Euro für ein paar Schuhe. Wo kriegst du das denn? 6 Euro. Nur Clown ist günstiger. 6 Euro, okay. Nein, nein, 6 Euro geht nicht. 4 Euro pro Paar ist schon sehr günstig, mein Lieber. Da machen wir nicht weniger. Wirklich nicht. Ist schon sehr günstig. 4 Euro für ein paar Schuhe. Adidas und Asics. 7 Euro. Nein. Ich nicht. Ich kann 7 nicht wechseln. 7. Wir machen 8. Wenn ich nicht nehme, dann nehme ich Adidas. Ja, okay, okay. Ich nehme Adidas Schwarze. 8 Euro, perfekt. Also, gibst du 8 Euro, sonst kauft sie. Also Adidas Schwarze da, wenn, ja. Wenn ich nehme. Haben Sie vielleicht Boxenschuhe? Leider nicht. Kaufen das Adidas du? Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also Xbox geht auf jeden Fall gar nicht, habe ich so gemerkt. Xbox hat mir keiner gekauft, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlechte Spiele da habe in Xbox. PlayStation 1 ging auch nicht so gut, aber da habe ich auch keine Kracher dabei, sage ich ehrlich. Pokémon war echt der Knaller, also Pokémon ist halt wieder viel weggegangen, meine Herren. Was ist das für ein Eminem-Buch? Guck mal hier. Ihr könnt gerne schauen, ich gehe um euch rum. Ich wollte nicht dazwischen greifen. Um Gottes Willen, was willst du? Wofür interessierst du dich? Ja. Okay, ja, okay. So, hier ist Eminem-Buch, The Way I Am. Das ist so ein, weiß ich gar nicht, so eine Art Biografie, glaube ich, von ihm. Ups, Alter. Jetzt haben wir, was sind da drin für Fotos? Dann habe ich hier noch eins von dem. Das ist ganz geil, so zum Film, glaube ich. Cleaning All My Closet. Big Boxen, 25. Walter White, für die beiden Bücher hätte ich ganz zusammen 15. Willst du das haben? 5 Euro? 5 Euro? Ja. Wunderbar, dann machen wir das. So, Leute, 5 Euro hier für den... Junger Mann, vielen lieben Dank, viel Spaß damit. Wenn du noch was findest, sag Bescheid, ne? So, was haben wir hier noch? So, Schuhe hier unten, Schuhgröße 38, 39. Der iPod, ich weiß nicht, ob der geht, ehrlich gesagt, Worst Records. 15 Euro hätte ich jetzt dafür gesagt. Da ist kein Ladekabel, aber ich konnte ihn nicht testen.
15 Euro. Also würde ich den hier anbieten. Ja. So, da sind ein paar Spiele, aber ist nichts Wildes dabei. So, lass uns den gucken. Ein paar Wii-Spiele, logisch. Ja. So, die Spiele sind dabei. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Carbon, Jack. So, ich zeig den Leuten jetzt, was ich so für Spiele habe, weißt du? Dann sehen die das gerade live quasi und können dann gucken, was ich, wenn die was wollen, ne, dann können die das quasi kaufen. So, ein paar Games. Muss man eben über dich drüber. Ich bin ja mal auf TikTok. Bitte? Ich habe heute Morgen auf TikTok schon gesehen. Ja? Aber irgendwie so, da kommt mir bekannt vor. So, hier noch ein bisschen was. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Mal ein Format der etwas anderen Art. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Mir persönlich hat es ganz gut gefallen und mir hat es auch damals sehr viel Spaß gemacht, euch mit live auf den Flohmarkt zu nehmen. Nicht nur zum Kaufen, sondern auch mal zum Verkaufen. Wenn ihr da nochmal Bock drauf hättet, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über entsprechende Resonanz. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf den nächsten Trödeln, Flohmärkten und Kleinanzeigen, Deals und Pickups. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt alles in die Kommentare oder kontaktiert mich bei Instagram. Ich stehe jederzeit für euch zur Verfügung. Vielen Dank für euren Mega-Support. Kuss, Kuss, bis dann.